Hallo Kinder, willkommen zum Kindergottesdienst. Heute mit der vorerst letzten Geschichte von Abraham. Es geht wieder um Gottes großes Versprechen. Lasst uns nochmal zurückblicken. Was war alles passiert? Abraham und Sarah, seine Frau, bekommen, obwohl sie schon sehr alt sind, von Gott ein Versprechen. Sie sollen in ein neues Land ziehen, das Abraham und seine Nachkommen gehören soll. Abraham und Sarah haben aber keine Kinder. Sie verlassen sich auf Gottes Versprechen und ziehen los ins Land Kanaan. Dann leben sie dort schon eine Weile mit dem Neffen Lot und seiner Familie. Und es gibt Streit, wer kann wo am besten wohnen, wie teilen sie das Land am besten auf. Der Streit kann beigelegt werden, nur mit Worten. Der eine geht in die Richtung, der andere in die. Noch immer hat Abraham keine Kinder. Und Gott erneuert sein Versprechen wieder. Er zeigt Abraham den Sternenhimmel und sagt, so viele Sterne, wie du am Himmel siehst, so groß soll das Volk werden, was aus dir entsteht. Es dauert und dauert. Und Sarah kann es nicht mehr abwarten, sie hat keine Geduld mehr. Sie will selbst in die Hand nehmen. Und so wird ihre Dienerin Hagar Abrahams zweite Frau. Sie bekommt ein Kind, Ismael nennt sie den Sohn. Doch Gott nimmt sich Abraham beiseite und sagt, so war das nicht gedacht. Sarah soll ein Kind bekommen. Hab Geduld. Nun ja, mit der Geduld ist das so eine Sache, ihr wisst es ja. Mal sehen, wie unsere Geschichte und wie es mit Gottes Versprechen heute weitergeht. Seit Abraham das neue Land bezogen hat, das Gott ihm gegeben hat, ist eine lange Zeit vergangen. Mittlerweile hat Abraham auch einen Sohn, Ismael. Doch den hat er nicht mit Sarah, sondern mit Hagar, seiner Magd. Und Gott hatte ihm versprochen, dass er einen Sohn von Sarah bekommt. Abraham wartet noch immer. Es ist mittags. Abraham sitzt vor seinem Zelt und schaut ins Land hinaus. Da sieht er drei Männer kommen. Schnell steht er auf, läuft ihnen entgegen und grüßt sie freundlich. Willkommen, seid meine Gäste. Setzt euch zu mir in den Schatten, ruht euch ein wenig aus und stärkt euch, bevor ihr weiterzieht. So ist es Sitte. Man begrüßt Fremde und bewirtet sie. So läuft Abraham ins Zelt zu Sarah und bittet sie, auf, eil dich, nimm Mehl und back Brot. Dann ruft er einen Knecht, schnell, schlachte ein Kalb und mach einen zarten Braten. Ich will unsere Gäste bewirten. Er selbst aber holt Milch und Butter herbei und bringt sie den Gästen. Wer aber sind diese Fremden? Abraham wagt gar nicht, sie zu fragen. Als die drei gegessen haben, fragt einer von ihnen, wo ist deine Frau Sarah? Drinnen im Zelt, antwortet Abraham erstaunt und fragt sich, woher der Fremde weiß, wie seine Frau heißt. Hör zu, sagt der Fremde, ich habe eine gute Nachricht. Nächstes Jahr wird Sarah einen Sohn haben. Abraham ist sprachlos. Was sagt der Fremde da? Woher weiß er das? Und was wird Sarah dazu sagen, wenn sie es hört? Aber Sarah hat es bereits gehört. Sie hat heimlich hinter der Zeltwand gelauscht. Was, sagt sie zu sich und lacht in sich hinein. Ich soll noch ein Kind bekommen? Ich bin viel zu alt. Warum lacht Sarah, fragt der Fremde. Traut sie denn Gott nichts zu? Sollte ihm etwas unmöglich sein? Als Sarah das hört, kommt sie aus dem Zelt und wehrt ganz erschrocken ab. Aber ich habe doch gar nicht gelacht. Doch, meint der Fremde, du hast gelacht. Da ahnen Abraham und Sarah, wer zu ihnen gekommen war. Gott der Herr hatte sie besucht, begleitet von seinen Engeln. Gott selbst hat ihnen diese gute Nachricht gebracht. Und Gott hält sein Versprechen. Ein Jahr später haben Abraham und Sarah einen Sohn. Sie nennen ihn Isaak und sind eine sehr glückliche Familie. Hallo Kinder, die Geschichte heute ist ja echt cool. Mir hat am besten gefallen, wie Sarah lauscht.
Das mache ich auch ganz oft. Ich bin einfach zu neugierig. Ich finde es toll, dass Gott sein Versprechen hält. Na, aber damit hätte er sich auch ein bisschen beeilen können. Abraham und Sarah mussten ja so lange warten. Aber das zeigt doch einfach, dass Gottes Plan anders ist als unsere. Aber warten macht keinen Spaß. Aber Gott hat doch den viel besseren Überblick. Der weiß, wann was passt. Och, du bist heute wieder so vernünftig wie öde. Schönen Dank auch. War nicht so gemeint. Du hast ja recht. Manches, was wir uns wünschen, ist ja manchmal auch gar nicht gut für uns. Da ist es besser, wenn Gott sich drum kümmert. Eben, es braucht halt nur eine Menge Vertrauen. Gott hat sein Versprechen eingelöst. Unsere Geschichte geht gut aus. Abraham und Sarah haben ihren Sohn Isaak. Alles hat geklappt. Aber Marie hat recht, Gott hätte sich ja ein bisschen beeilen können. Dann hätten die beiden nicht so viel Geduld haben müssen. Tja, wie ist das so mit Gottes Versprechen? Dieses dicke Buch, die Bibel, hier eine schöne Kinderbibel, extra für euch geschrieben, das handelt davon, was die Menschen alles so mit Gott erlebt haben. Und Gott verspricht, dass er mit ihnen mitgeht, und das tut er auch, das kann man da drin lesen. Er lässt sie nicht allein, er sorgt für sie, er ist da, er hört ihnen zu. Aber wenn Gott etwas verspricht, dann verstehen wir ihn meistens falsch oder wünschen uns das anders. Wir Menschen haben nicht viel Geduld. Wir Menschen haben unseren eigenen Kopf. Gott hat aber so ein bisschen den Überblick. Der sieht mehr als wir. Wir sehen immer nur genau das, was um uns herum ist. Gott kann von oben drauf blicken. Er weiß, was gut für uns ist. Und deswegen kommt die Erfüllung seiner Versprechen manchmal etwas anders, als wir es uns vorstellen. Aber Gott will es gut für uns. Darauf können wir uns verlassen. Er möchte, dass wir es hier gut haben, dass wir uns auf ihn verlassen können und dass wir ihn auch spüren können. Wir müssen halt etwas Vertrauen haben und manchmal etwas Geduld, so wie Sarah und Abraham. Ich wünsche euch diese Geduld und ich wünsche euch dieses Vertrauen darauf, dass ihr immer wieder, wenn ihr Gott braucht, auch abwarten könnt, bis das, was euch gut tut, von Gott auch kommt. Ich wünsche euch, dass ihr ganz oft Gottes Nähe spüren könnt, so wie Abraham. Und ja, ich wünsche euch, dass ihr einen guten Draht zu Gott habt. Deswegen lade ich euch jetzt noch ein zum Gebet und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut! Ich gehe jetzt meine Kinderbibel suchen. Ich will sehen, nein, ich will lesen, was es sonst noch so über Abraham gibt und auch, was sonst noch drin steht. Warte, ich komme mit. Tschüss, Kinder. Tschüss. Lieber Gott, hab Dank für unseren heutigen Kindergottesdienst. Hab Dank für die Bibelgeschichte, die wir heute wieder hören durften und die uns zeigt, dass du deine Versprechen hältst. Was du versprichst, das wird so kommen. Und du hast gesagt, du lässt uns nicht allein, du bist bei uns, du willst uns festhalten, willst uns behüten und beschützen. Dafür danke ich dir, dass wir immer jemand an unserer Seite wissen, der für uns da ist, der uns zuhört. So müssen wir nie alleine sein. Ich bitte dich, dass du uns behütest in der kommenden Woche, dass du denen nahe bist, die dich ganz sehr brauchen, weil sie alleine sind, krank sind, Angst haben. Und ich bitte dich, dass du uns segnest, alle, die wir lieb haben, und dass du die Menschen dieser Erde in deiner Hand hältst. Amen. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben, die Töne, den Klang. Hast du mir gegeben von Wachsen und Wehren, vom Himmel und Erde, du Quelle des Lebens, hier sing ich mein Lied.
Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben, den Rhythmus, den Schwung hast du mir gegeben von deiner Geschichte, in die du uns mitnimmst, du Hüter des Lebens, hier sing ich mein Lied. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben, die Tonart, den Takt hast du mir gegeben von der, die Heimat, wir können dich finden, du Wunder des Lebens, dir sing ich mein Lied. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben, die Höhen, die Tiefen hast du mir gegeben, du hältst uns zusammen, trotz Streit und Verletzung, du Freundin des Lebens, dir sing ich mein Lied. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben, die Töne, den Klang hast du mir gegeben, von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Weg.